Hallo Herr Seekräuter, hallo Herr Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu diesem Ausblickvideo hier auf dem Seekräuter-Kanal. World of Warships hat vor kurzem 5 neue Schiffe vorgestellt und genau diese wollen wir uns in diesem Video anschauen. Das erste haben wir hier schon offen, es ist natürlich alles bei allen 5 Schiffen Work in Progress und ich würde sagen, wir gehen das einfach mal so ein bisschen grob durch. Achtet bitte darauf, die Schiffe sind in Entwicklung, das heißt, sie können sich noch ändern, die ganzen Werte können sich noch ändern, darum wollen wir hier nur auf die Hauptcharakteristik so ein bisschen eingehen. Wenn ihr die genaueren Werte sehen wollt, ich blende euch die Werte ja in der Grafik ein, da könnt ihr das Video dann pausieren, könnt ihr nochmal genau raufgucken oder ihr kommt auf unsere Facebook-Seite, da sind die Werte dann auch nochmal alle ausgeschrieben da. Wir haben hier ein T9-Schlachtschiff, die Heisen, ein japanisches Schlachtschiff und die Entwicklung. Also World of Warships hat einen Plan gefunden, könnte man sagen. Es ist so ein super Schlachtschiffprojekt A140J3. Es ist quasi der Entwicklung der Yamato-Klasse vorausgegangen. Und hier haben wir 12 Rohre, 410 mm Kaliber. Und üblicherweise haben die Japaner eigentlich ja immer nur 3 Türme. Hier sind es dann eben 4 Türme. Das ist das Besondere, kann man sagen. Dafür ist die Schussweite nicht ganz so groß, nämlich nur 21,1 Kilometer. Das Schiff bringt aktuell 80.700 Trefferpunkte mit und wir haben eine Panzerung von 32 mm. Also Standard für die Schiffe auf der hohen Stufe. HE Alpha Damage 6.500, AP 12.700 und die Mündungsgeschwindigkeit ist mit 834 Meter die Sekunde angegeben. Die Ladezeit ist erstaunlich. Ihr könnt jetzt gedacht, das sind hier so 35 Sekunden. Wird erstmal mit 30 Sekunden hier initial starten in den Test. Dann haben wir 40 Sekunden Turmdrehzeit und die maximale Streuung bei einem Sigma von 1,7 236 Meter. Wir haben auch Sekundärbewaffnung auf 7 Kilometer. Wir haben eine Flak dabei mit kurzer Reichweite bis 2,5 Kilometer mit 435 kontinuierlichen Schaden. Aber dann gibt es eben keine mittlere Reichweite, sondern gleich eine Langstrecke. Und die hat eben nur 150 kontinuierlichen Schaden. Damit ist diese Flak sehr wahrscheinlich im Mittelfeld irgendwo anzusiedeln. Und es gibt auch nur 5 Explosionen. Normalerweise gibt es durchaus Schiffe, die mehr Explosionen haben auf dieser Stufe. 28,2 Knoten schnell ist dann wieder so japanisch typisch. Wendekreis 880 Meter, 17,1 Sekunden Ruderstellzeit. Erkennbarkeit 16,4 Kilometer. Das heißt, das können wir noch runterskillen. Also 20% über den Daumen. Wie gesagt, das sind nur Daumenwerte. Ja, gehen da noch weg. Und dann geht ja von der Tarnung auch nochmal 3%. Also ist da noch ein bisschen was möglich nach unten. Wenn wir aus der Luft entdeckt werden, war bei 12,2 Kilometer und im Nebel stehen, ist natürlich 15,9, das ist ganz klar. Wir haben hier 3 Verbrauchsmaterialien, Schadensbegrenzungsteam, Reparaturmannschaft und in Slot 3 könnt ihr wählen, ob ihr lieber weiter schießen möchtet mit dem Aufklärungsflugzeug oder dann eben mit dem Kampfflugzeug eure Luftabwehr verbessern wollt. Weitermachen wir mit einem deutschen Zerstörer, der auch vorgestellt wurde und zwar die Z-44, ebenfalls auf der Stufe 9 sowie das japanische Schlachtschiff. Und wir haben hier einen Zerstörer, dessen Grundtyp quasi der Typ 1936B ist. Bewaffnet mit 2 Fünffach-Torpedowerfern, die hier 13.700 Alpha-Damage machen. 12 Kilometer weit schwimmen die Eisenaale, 64 Knoten schnell und nur 85 Sekunden Ladezeit. Also richtig angenehm, würde ich sagen. Wenn man sie auf Torpedo skillt, diesen Dampfer, dann kann man hier sicherlich alle 60 Sekunden Torpedos rausschmeißen oder so. Ich habe jetzt noch nicht genau ausgerechnet, das ist nur so ein Bauchgefühl. Ne? Torpedos 1,3 Kilometer erkennbar, also auch relativ gering, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Wir haben hier neben der Torpedos auch Türme, Geschütztürme dabei, 2 vorne, 3 hinten, sehen wir hier, 1, 2 und 3. Kaliber 128 mm. 11,1 Kilometer ist die Feuerreichweite und dann wieder die typisch deutsche Variante. Niedriger HE Alpha Damage, dafür hoher AP Alpha Damage. Also 1500 im Vergleich zu anderen Zerstörern auf dem Niveau eher unteres Ende, denke ich. AP Alpha Damage 3000 ist wahrscheinlich ganz weit vorne mit dabei. 830 Meter pro Sekunde, 4,2 Sekunden Ladezeit, aber die Turmdrehzeit 22,5 Sekunden für einen Zerstörer ist halt ziemlich schwierig und damit werden wir sehr wahrscheinlich dann halt in dem Kampf, wir werden uns gut verteidigen können, aber wir werden eben nicht, ich sag mal, aktiv in ein Gun-Duell manövrieren können, denke ich. Ja, auch bei der Nachladezeit hier, wie gesagt, 4,2 Sekunden kann man runterskillen, aber dann würde man ja die Torpedos vernachlässigen. Von daher, naja,
das ist so eine Sache. Flugabwehr hat hier eine Reichweite bis 3 Kilometer, aber 365 kontinuierlichen Schaden. Das ist erstmal relativ sportlich. Reichweite ziemlich gering, aber der kontinuierliche Schaden, wenn das kein Tippfehler ist von Wargaming, ist ja relativ heftig, finde ich. Dann gucken wir uns auch die Höchstgeschwindigkeit an, 36,5 Knoten. Wendekreisradius relativ groß mit 670 Meter, 4,4 Sekunden Ruderstellzeit, Oberflächenerkennbarkeit 8,1. Also über den Daumen erreichen wir 6,5, 6,4 Kilometer Erkennbarkeit zu Wasser, wenn wir alles auf Tarnung bauen. Und dann haben wir drei Verbrauchsmaterialien dabei, und zwar Schadensbegrenzungsteam, dann einen Nebelwerfer, der 77 Sekunden die Nebelwand stehen lässt, 20 Sekunden lang wirft der Nebel aus, und dann haben wir in Slot 3 noch den Motorboost dabei. Naja, also ein Torpedoboot, weniger gunintensiv auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken. Finde ich jetzt erstmal interessant, aber es reißt mich auch jetzt nicht total vom Hocker, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur so erstmal, wie gesagt, aus dem Bauch heraus. Lasst die Werte gerade mal so ein bisschen auf mich wirken und sag euch, was ich dazu denke, so ein bisschen. Als nächstes wollen wir uns um das französische Schlachtschiff Straßburg kümmern. Und das erinnert uns an einen alten Bekannten, und zwar der Dunkirk. Hier haben wir das Schiff auf T7. Ja, auch von der Tarnung her sieht es sehr ähnlich aus wie eine Premium-Tarnung bei der Dunkirk. Und das ist tatsächlich auch ein Schiff der Dunkirk-Klasse. Aber man hat hier als so Highlight für dieses Schiff eben einen Hauptbatterie-Nachladebeschleuniger mit eingebaut. Oder wird man hier wohl mit einbauen, damit es eben was Besonderes wird in dem Sinne. Wir haben hier eine anständige Feuergeschwindigkeit, also geringe Nachladezeit, eine gute Schussweite, aber nur eine mittelmäßige Panzerung, und es ist eben besonders angeblich dazu geeignet, eben Flankenangriffe zu fahren. Ja, zumindest soll das die Kerncharakteristik des Schiffes sein. Trefferpunkte 52.600, 26 mm Panzerung ist so üblich für die Stufe 7, das ist jetzt nichts besonders Negatives, aber man muss dann halt gucken, wie die Panzerung sich bei diesem Schiff hier so verteilt. Wir haben hier zwei Türme A4 Rohre 330 mm mit einer Schussweite von 19,1 km. 4.800 Alpha Damage bei der HE Granate und 9.700 Alpha Damage bei der AP Granate. Die AP mit 870 Meter pro Sekunde, die HE mit 885. Nachladezeit der Geschütze beträgt hier nur 21 Sekunden. Und wenn man dann den jetzt noch weiterdenkt mit dem Hauptbatterie-Nachladebeschleuniger, erreichen wir dann 10,5 Sekunden. Ja, ist also nicht von schlechten Eltern. Turmdrehzeit 36 Sekunden, Sigma 1.7, Streuung 253 Meter, wohlgemerkt auf 19,1 Kilometer. Ne? Also eine ordentliche Geschichte. Sekundärbewaffnung ist hier auch dabei, hat eine Reichweite von 5 Kilometer, wird man aber wahrscheinlich eher mal vernachlässigen können, bei einem Schiff, was eher auf Distanz agieren soll. Die Flakverteidigung ist ausgeprägt mit Kurz-, Mittel- und Langstrecke dabei. Wir haben 150 kontinuierlichen Schaden bis 1,5 Kilometer, bis 3 kommen dann nochmal 30 obendrauf und bis 6 kommen nochmal 120 kontinuierlichen Schaden dazu. 3 Explosionen, 1400 Alpha Damage, und das dann im Bereich mit diesen Explosionen von 3,5 bis 6 Kilometer. Dann eine ausgeprägte Höchstgeschwindigkeit, 29,5 Knoten, kein Motorboost, also was eigentlich fehlt, ne? Die Franzosen haben ja öfter mal einen Motorboost, Wendekreis 730 Meter. Sportliche Ruderstellzeit 14 Sekunden, für ein Schlachtschiff ist es ganz ordentlich. 16,9 Sekunden Erkennbarkeit auf der Oberfläche. Dann haben wir noch 4 Slots für Verbrauchsmaterial, Schadensbegrenzungsteam, Reparaturmannschaft, Hauptbatterie-Nachladebeschleuniger. Wie gesagt, 4 Ladungen davon. Wir haben 20 Sekunden lang Zeit, diese zu nutzen. 120 Sekunden ist der Cooldown. Und in Slot 4 könnt ihr euch entscheiden, ob ihr die Reichweite weiter nach oben bringt oder dann eure Luftabwehr verstärkt mit einem Kampfflugzeug. Alles in allem, die Dunkirk macht eigentlich auf T6 eine Menge Spaß. Mit diesem Schiff können wir in T9-Gefechte dann kommen. Das wird sicherlich immer eine größere Herausforderung. Bin mal gespannt, wie das Schiff sich hier in den Tests dann bewähren wird und was hier noch dran geändert wird. Also ich kann mich an kein Schiff dran erinnern, was einfach so durch den Test eben durchgegangen ist. Und dann kommen wir zum vierten Schiff in der Reihe hier in diesem Video. Der britische Kreuzer Plymouth, Stufe 10. Ja, und da hat sich World of Warships wieder was Besonderes ausgedacht. Wir haben hier eine Edinburgh. Ah, die haben wir eigentlich schon im Spiel, ne? Und jetzt gibt es ja auch eine Belfast 43, die sieht eigentlich genauso aus. Wir müssen aber hier
ein bisschen genauer hingucken. Und hier seht ihr, dass die Geschütztürme eben 4 Rohre statt 3 Rohre haben. Und wir sehen hier auch sofort, dass wir hier nicht 2 Torpedowerfer auf jeder Seite haben, sondern nur einen Torpedowerfer, was die Minotaur ja anders hat, ne? Ja, wie ist man eigentlich auf diese Idee gekommen? Es ist eine Variante des Entwurfs zur Edinburgh-Klasse. Sind am Ende, wie gesagt, 16 Mumpeln, 152 mm Kaliber. Nur AP verfügbar, keine HE-Granaten, typisch britisch einfach. Besonderheit ist hier, dass wir Überwachungsradar, Nebelwerfer und hydroakustische Suche zusammen nutzen können, aber dafür eine sehr, sehr kurze Schussweite bekommen und eine sehr leichte Panzerung haben, so typisch britisch. Am wühlsten soll sich dieses Schiff dann halt dabei fühlen, wenn man den Nebel nutzt und eben über Inseln wirken kann, ohne dabei selber entdeckt zu werden. Man hat hier mehr Geschütze, aber eben eine längere Nachladezeit. Und ja, am Ende halt diese Torpedo-Geschichten, weil ich euch schon gesagt habe, dass wir davon weniger haben. Und wir haben hier nur eine Standard-Reparaturmannschaft und keine Super-Heal-Reparaturmannschaft. Auch so ein Punkt, ja, den wir im Hinterkopf behalten müssen. Wir gehen mit 41.000 Trefferpunkten ins Gefecht. 16 mm, diese typische Standardpanzerung der Briten. Wir schießen nur 14,3 Kilometer weit. Das können wir erweitern mit dem Slot 6 Modul. Da kommen wir dann auf 16,5 Kilometer roundabout. Ja. Und dann geht es weiter. Was haben wir hier noch? 7,5 Sekunden Nachladezeit. Wendekreis. Also Wendezeit für die Geschütze 25,7 Sekunden. Sigma 205. Ja, also normale Kreuzerstreuung. 131 Meter ist hier übrigens der Streuungswert. Wir haben 2 Torpedowerfer dabei, jede Seite ein. 16.767 Alpha Damage, 10 Kilometer Reichweite, 96 Sekunden Ladezeit, Erkennung des Torpedos auf 1,3 Kilometer. Und hier ist auch wieder diese britische Variante dabei. Anstatt von weiten und engen Spreizungen kann man dann eben hier einzelne Torpedos abfeuern oder den gesamten Werfer auf einmal aufbrauchen. Ne? So eben die britische Variante. Jetzt bin ich gespannt, Luftabwehr. Kurze Reichweite, 225 kontinuierlicher Schaden bis 2 Kilometer. Mittelstrecke, 375 kontinuierlichen Schaden bis 3,5 Kilometer. Und dann kommt auf der Langstrecke nochmal 100 kontinuierlicher Schaden dazu bis 5,8 Kilometer. Hört sich erstmal ganz ordentlich an für eine Flugabwehr für einen Kreuzer. Denke ich, braucht man sich nicht unbedingt mit verstecken. Höchstgeschwindigkeit 31,5 Knoten. Das erscheint mir ein Ticken langsam. 680 Meter Wendekreis. 10,1 Sekunden Ruderstellzeit, Erkennbarkeit an der Oberfläche 11,7 Kilometer. Hier können ja locker mal über den Daumen 20% abgezogen werden, also 2,2 Kilometer können wir da abziehen. Dann sind wir eben bei 9,5 Kilometer plus die Tarnung, die da noch runterkommt. So, wie gesagt, das sind nur grobe Werte, legt mich bitte nicht auf die letzten 100 Meter fest. Also, it ist ja eh alles Work in Progress, das wird sich ja möglicherweise noch ändern. Und wenn wir im Nebel stehen und schießen, gehen wir 5,5 Kilometer weit auf. Also ziemlich passend, würde ich sagen. Dann haben wir 5 Slots an Verbrauchsmaterial, Schadensbegrenzungsteam, Standardreparaturmannschaft, Hydroakustik, Nebelwerfer und Überwachungsradar. Wie gesagt, Entdeckung von Schiffe auf 9 Kilometer ist hier möglich. Dauer 40 Sekunden, zumindest vor dem Test. Ladung 3. Das ist das, was man hier sagen kann. Eine interessante Variante. Ich bin mal gespannt, wie sich diese Variante testen wird, sozusagen. Vor allen Dingen, es ist halt wieder ein Spammer, wenn es auch ein AP-Spammer ist, ne? Wir schießen alle 7,5 Sekunden, das ist irgendwie so ein, das hat so, für mich ist es eher so ein Gefühl wie, es ist irgendwie so eine Art Neptune gekreuzt mit der Edinburgh, mit einer leichten Charakteristik der Minotaur. Irgendwie diese drei Schiffe miteinander irgendwie kombiniert, um es mal so auszudrücken. Aber die Verbrauchsmaterialien werden sicherlich sehr, sehr unterstützend sein, sehr, sehr hilfreich sein. Ich würde sie wahrscheinlich hier sogar auf Reichweite spielen. Erstmal 14,3 ist dann für die harten Cracks sozusagen, die sich mit dem Schiff dann richtig eingespielt haben und immer gerne mit dünnhäutigen Kreuzern vorne an der Front mit dabei sind. So, das denke ich mir jetzt einfach mal. Und jetzt kommen wir dann zum letzten Schiff. Und das ist die Mysore oder Mysore, wie auch immer sie ausgesprochen wird, auf der Stufe 6 Commonwealth Kreuzer. Er kennt schon Fidschi, ja, ist hier die Grundlage leichter Kreuzer Fidschi, für die Royal Navy gebaut und an die indische Marine übergeben. Ist quasi, wenn man dazu sagen will, das erste indische Schiff im Spiel, wenn ich mich recht entsinne. Schiff mit nur AP-Granaten, Schleichfahrt, Nebelwerfer dabei, sodass wir quasi
so wie die Commonwealth-Schiffe meistens ausgestattet sind, wie die Pearls, quasi wir bewegen uns weiter die ganze Zeit nach vorne und stehen im Nebel oder sind durch den Nebel verdeckt. Und mit der Hydroakustik können wir dann eben Torpedos entdecken, zum Beispiel. 30.600 Trefferpunkte bringt dieser Kreuzer mit, 16 mm Grundpanzerung, 3 Türme A3 Rohre, 152 mm. Wir schießen 14 km weit, 3.100 Alpha Damage haben die Granaten, 841 Meter die Sekunde sind die Granaten schnell. 7,5 Sekunden Ladezeit, das ist, denke ich, genau der gleiche Wert wie bei der Fidschi. 25,7 Sekunden dauert es für die 180 Grad Winde der Türme, Sigma 2.0. Luftabwehr für ein T6-Schiff ganz ordentlich, 230 kontinuierliche Schaden bis 3,5 Kilometer und bis 5,8 Kilometer sind es nochmal 75 kontinuierliche Schaden obendrauf, plus die Anzahl der Explosionen, 2 Stück in der Zahl, zwischen 3,5 bis 5,8 Kilometer, 1120 Alpha Damage. Höchstgeschwindigkeit 31,5 Knoten und 610 Meter Wendekreis. Ruderstellzeit 8,6 Sekunden, ein normaler Durchschnittswert für einen Kreuzer auf der Stufe. Erkennbarkeit an der Oberfläche 11 Kilometer. Und wenn er im Nebel steht und schießt, dann geht er 5 Kilometer weit auf. 3 Slots an Verbrauchsmaterialien, Schadensbegrenzungsteam, Hydroakustik und Schleichfahrt Nebelwerfer. Das ist jetzt die Frage, wie die Hydroakustik so wirken wird, wie weit man entdecken kann. Ist es britische Variante oder ist es eine andere Variante? Müssen wir dann am Ende halt sehen, was Wargaming da für uns parat hat. Finde ich erstmal ein spannendes Schiff, vor allen Dingen, weil irgendwie wollen wir irgendwie, ja, mal so dieses indische Feeling da vielleicht auch mit reinbekommt. Die Community da wird ja wohl auch größer, deswegen wird das jetzt auch passen, wenn sie dieses Schiff dann irgendwann demnächst mal ja, ins Spiel bringen, wird die indische Community sich sicherlich drüber freuen. Auf der anderen Seite haben wir im Commonwealth schon auf T6 eben die Pearls. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sich dieses Schiff dann hier so etabliert. Ja, wie gesagt, alle Werte sind initial, Work in Progress, können sich also noch ändern. Jetzt seid ihr gefragt, konstruktiv eure Meinung zu den Schiffen in den Kommentaren unter diesem Video zu setzen. Bitte beachtet, dass das, wie gesagt, alles sich hier noch verändern kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hier auf dem Kanal. Bis dahin, euer Secrets Team, euer Andi. Ciao, ciao.